Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich jemanden für euch, der mit seiner Stimme nicht nur im RP überzeugen könnte. Falco Hirschfeld. Viel Spaß. Moin Falco, stell dich doch mal kurz vor. Moin. Ja, viele Leute kennen mich als Falco Hirschfeld, natürlich im Internet. Sehr präsent, hauptsächlich im LS. Viele kennen mich aber auch natürlich unter Flo oder Florian. Ja, was mache ich alles Schönes? Ich bin auf Twitch unterwegs und auf YouTube. Man sagt, du hast die erotischste Stimme im LSRP. Was sagst du dazu? Ja, das habe ich schon oft gehört, dass ich eine sehr erotische Stimme habe. Das ist richtig. Wie man so schön hört, ist sie natürlich sehr basslastig und ich werde oft darauf angesprochen, ob es ein Voice-Changer ist oder sonst irgendwas, aber nein, so höre ich mich ihn tatsächlich in Realität auch an. Du singst auch? Ja, sagen wir es mal so, meine Liebste hat gesagt, du solltest unbedingt mal singen. Da habe ich gesagt, besser nicht, die Leute wollen sich keine neuen Boxen kaufen. Aber sie hat mich dann so weit ermutigt, dass ich natürlich dann bei Twitch Sings auch mal mitgesungen habe und bei den Liedern, die ich dann kenne und auch textsicher bin, klingt es auch gar nicht so verkehrt. Du sagst, es ist gerade schon in festen Händen. Du bist also nicht mehr zu haben. Genau, ich bin nicht mehr zu haben. Also tut mir leid, Ladies, aber unter anderem nennt man dich auch Legende des RP. Warum? Naja, sagen wir es mal so. Das ist eigentlich ganz einfach erklärt, weil mein Kopf ist so gepolt, egal in welche Situation wie man mich irgendwie stürzt oder was man mir an den Kopf haut, ich finde eigentlich immer eine Antwort. Deswegen hat man mir irgendwann, also es ist ein nicht selbstentwickelter Titel, hat man mir den Titel Legende des RPs gegeben, weil es entstehen so viele lustige Sachen aus diesen RP-Situationen. Ne? Also ich sag mal, man versucht mir, oder man hat in der Vergangenheit öfters mal versucht, mir RP aufzuzwingen und wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass ich diese RP-Situation in dem Sinne aufgreife, sondern habe sie genommen und es im Endeffekt groß gemacht und entwickelt und so weiter und so fort. Und dann kommen selbst andere RP-Leute, die doch schon sehr tief in der Materie sind, oft in Schwärmen und sagen, okay, da machst du selbst mich sprachlos. Jetzt hatten wir gerade gesagt, dass du deine Stimme mittlerweile auch zum Singen benutzt. Schon mal daran gedacht, Podcasts mit deiner Stimme aufzunehmen? Ja, wir hatten eine kleine Idee im Endeffekt mit dem Mario Hirschfeld zusammen, im Endeffekt einen gewissen Podcast aufzumachen, wo wir dann, ich sag jetzt mal, vor allen Dingen gemünzt auf den LS, Dinge besprechen, wie uns, was weiß ich, die neuesten Mods gefallen, Karten besprechen, über irgendwelche Produkte, die aktuell auf dem Markt sind, was weiß ich, sei es jetzt Lenkräder, Bildschirme, was weiß ich was zu sprechen. Hatten wir vor, sind wir leider mittlerweile nicht zugekommen, aber steht noch in Planung. Was ist dir lieber, YouTube oder Twitch und warum? Die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Also ich muss sagen, ich habe ja mit Twitch angefangen, bevor ich YouTube gemacht habe und muss einfach sagen, Twitch macht mir persönlich einen bisschen mehr Spaß aufgrund dessen. Ich kann halt live mit den Leuten interagieren. Ich mache freitags den Stream an, sofort sind die Leute da, ich kann mit denen interagieren, die können Fragen fragen, ich kann mich mit den Leuten unterhalten und das ist auf, oder was weiß ich, ich kann sogar Sachen machen, was die Leute sagen, von wegen, komm, lass uns mal das zocken. Und auf YouTube kann ich jetzt, sag ich mal, natürlich im Voraus produzieren, werfe was hoch und kann dann erst nachher im Endeffekt erst sagen, fanden die Leute das gut? Was sagen die Kommentare und so weiter und so fort. Klar, ich kann zwar auf diese Kommentare antworten, aber es ist, glaube ich, eine ganz andere Nummer, wenn ich natürlich live mit den Leuten dann direkt eine Frage beantworten kann. Und ich sage jetzt mal, ich versuche wirklich auf jeden Kommentar, der halt im Livestream kommt, auch einzugehen und zu beantworten. Und deswegen feiere ich Twitch schon mehr. Was aber auch nicht immer einfach ist, auf alle Kommentare einzugehen, oder? Es ist definitiv nicht einfach. Ich sag jetzt mal, bei einem langen Abend kommen natürlich manchmal dieselben Fragen bei Leuten, die, was weiß ich, frisch dazugejoint sind. Klar ist es nicht einfach. Ich sag mal, es kommt natürlich auch ein bisschen auf das Spiel drauf an. Ich sag mal, der LS ist ja ein relativ entschleunigendes Spiel. Deswegen kann man sich sehr gut auch auf den Chat konzentrieren. Ich sag mal, wenn ich jetzt einen Ego-Shooter spielen würde oder ein Rennspiel, dann ist die Konzentration natürlich eigentlich eher im Spiel anstatt beim Chat. Da ist es relativ schwierig. Aber mit Hilfe meiner Mods, die dann, sag ich mal, wiederkehrende Fragen einfach zwischendurch beantworten, ist das eigentlich ein sehr, sehr gutes System und das schätzen halt auch viele meiner Zuschauer. Auf YouTube bist du circa einen Monat jetzt unterwegs. Wann hast du mit Twitch angefangen? Twitch habe ich, kann ich ganz genau sagen, dieses Jahr an Karfreitag habe ich damit angefangen. Ich hatte frei und da hat sich das so ergeben. Ja, wie wir gerade schon gesagt haben, unbekannt bist du auf jeden Fall nicht und hast an Projekten mit Tino, Ansgar und Co. gearbeitet. Wie war das, mit den Leuten zusammenzuarbeiten? Das war eigentlich eine sehr, sehr coole Erfahrung aufgrund dessen. Man kannte natürlich jetzt, sag ich mal, wie jeder die Leute von YouTube.
kennt die aus den Videos und so weiter und so fort, weiß vielleicht, wie sie heißen, aber mehr weiß man nicht. Ich muss sagen, dass ich in dieser Gruppe von YouTubern und vor allen Dingen nicht kleinen YouTubern, muss man ja auch mal sagen, so herzlich aufgenommen wurde und ins Projekt integriert und so weiter und so fort. Das war wirklich eine wahre Freude und ich hatte da auch zu keinem Punkt die Zweifel, dass das irgendwie nach hinten losgehen könnte. Aufgrund deiner Erfahrung im RP, haben die sich da eigentlich auch schon mit Kusshand aufgenommen? Ja, definitiv. Sagen wir es mal so, die meisten haben mich ja als Falco Hirschfeld im Live-Projekt kennengelernt. Im Hintergrund war es dann definitiv so, dass mich das Team von McManus und McManus selber natürlich dann auch schon angefragt hatte, mal, können wir dich irgendwie haben? Wir haben da was Großes vor und brauchen gute RP-Leute. Aber auch schon irgendwo eine Ehre, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da war ich schon sehr stolz darauf, dass mich Leute dann quasi angefragt haben, ob ich mit ihnen RP mache. Ist schon eine sehr coole Nummer, auf jeden Fall. Wieso hast du dich entschlossen, aus diesen Schatten, nennen wir ihn mal Schatten, rauszutreten? Ja, das war eigentlich eine relativ lustige Geschichte. Sagen wir es mal so, ich hatte halt vorher schon öfters drüber nachgedacht, zu streamen und so weiter und so fort, weil mich das ganze Thema halt sehr interessiert hat. Allerdings war es dann halt so, dass ich quasi aufgrund von einer Wette, die sich dann innerhalb vom Team von McManus so ergeben hatte, von wegen, habe ich gesagt, wenn ich Streamern mache, gucken mir zwei Leute zu und einer davon bin ich selber. Und derjenige sagte dann halt, ach Quatsch, du hast direkt 100 Zuschauer. Ne? Ja, da habe ich einen Stream angemacht. Ich glaube, der erste Teststream waren noch 50 Leute. Der ging, glaube ich, eine Minute, um kurz mal das Setup zu überprüfen. Danach bin ich, glaube ich, kurz in meine Rauchung gegangen und der zweite Stream, sage ich jetzt mal, waren dann schon 110 Leute da, wow, die mich empfangen haben, sage ich mal, in der Streaming-Welt. Und so hatte ich quasi meine Wette quasi verloren. Und das hieß, dass du definitiv weiter streamen musst, oder? Ja, also sagen wir es mal so. Naja, wie soll ich das ausdrücken? Das, was mir die Zuschauer gegeben haben, von wegen, dass sie es so mega gefeiert haben, wirklich, dass ich streame und Projekte mache und so weiter und so fort. Nee, das hat mir einfach den Antrieb gegeben, sag ich mal, weiterzumachen. Es lag jetzt nicht daran, dass du aus diesen Schatten quasi rausgetreten bist, weil Tino, Ansgar, der Sachse oder sonst irgendwer dir das irgendwie verboten hat. Nein, das allgemeine Streaming und das YouTube und so weiter und so fort, das ist nicht verboten. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass im Team die Projekte, es seien jetzt gesonderte Projekte und so weiter und so fort, haben die Teammitglieder nicht zu streamen und nicht aufzunehmen. Also da kann man ruhig sagen, das ist verboten, klar. Das heißt, was weiß ich, True Farming oder Reloggers und so weiter und so fort. Das ist halt deren Projekt. Ne? Die haben die beiden Charaktere und ab geht's. Ne? Hingegen andere Projekte, wie zum Beispiel auch mit dem Milo Plays zusammen gemacht werden, was weiß ich, wie London und so weiter und so fort. Ne, da sind andere Leute auch mit dabei. Nur bei diesen speziellen Projekten hieß es halt direkt von Anfang an, dass es nur um die beiden geht. Wobei die Zuschauer natürlich immer danach gefragt haben, können die anderen nicht auch mal aufnehmen, weil man sieht halt nur die zwei Perspektiven. Und ich sag jetzt mal, wie zum Beispiel auf der Spatzing passiert ja viel mehr noch drumherum. Und das fanden die Leute halt ein bisschen schade, das nicht zu sehen. Welches Spiel hat dich 2019 komplett abgeholt, außer der LS? 2019? Puh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, rein theoretisch das neue Need for Speed, muss ich definitiv sagen. Und auch Zoo Planet finde ich mega, mega geil. Ansonsten gibt es leider nicht viel Neues, was mich so wirklich interessiert. Leider Gottes. Wald oder Wiese? Definitiv Wiese. Warum? Naja, sagen wir es mal so, auf der Wiese geht im Normalfall viel mehr Spektakel ab. Ne? Ich als Jäger bewege mich ja öfters mal in Wald und Flur. Und ich muss sagen, auf der Wiese ist einfach mehr los, was, ich sag mal, im Sommer, wenn die Blüten blühen, Insekten und so weiter und so fort, Vögel, Tiere. Einfach eine größere Vielfalt als im Wald. Hast du ein Ziel, welches du auf Twitch oder YouTube oder wenn nicht sogar beides erreichen möchtest? Aufgrund dessen, dass ich beides wirklich aus Spaß mache. Und ich wurde zwar schon oft, wirklich, wirklich, wirklich oft gefragt, warum kann man bei dir nicht spenden, warum kann man bei dir nicht subben und so weiter und so fort. Dann habe ich gesagt, Jungs, ich mache das aus Spaß. Ich freue mich darüber, wenn ich einen neuen Follow reinkriege. Ich begrüße jeden herrlich im Chat. Das ist einfach für mich, sage ich jetzt mal, die beste Rückmeldung von den Usern, wenn die einen Daumen oben da noch lassen, beziehungsweise sich am Chat beteiligen und sich mal, sag ich mal, in den Stream integrieren. Ich habe zwar irgendwann mal gesagt, von wegen, wo ich noch keine 1000 Follower hatte auf Twitch, habe ich gesagt, ja, wenn ich 5000 Follower irgendwann mal zusammen habe, werde ich mich damit mal auseinandersetzen. Jetzt kommt dieses Ziel leider ein bisschen näher. Bin auch jetzt nicht unbedingt der Mensch, der sagt, ich muss unbedingt Reichweite oder größer werden und so weiter und so fort. Mir ist es eher wichtig, den richtigen Usern, die wirklich das sehen wollen, was ich mache, Spaß und Freude zu bereiten und ganz wichtig, selber dabei Spaß haben. Weil ich finde, wenn man selber bei einem Projekt, egal ob es jetzt
im Real Life oder am Rechner oder sonst irgendwie ist, Spaß dabei hat, ist das eine ganz andere Nummer vom Zusehen. Ne? Wenn man merkt, dass der Streamer oder der YouTuber Bock darauf hat, dann ist das ein ganz anderer Enthusiasmus, sage ich jetzt mal. Bei mir ist es ja so, ich habe ja meinen normalen Job, ne? Darüber finanziere ich mein Leben. Und ich sage jetzt mal, wenn da irgendwann mal ein kleines Zubrot kommt, um jetzt, was weiß ich, neue Rechnerteile zu kaufen, würde ich auch garantiert feiern, würde mich auch genauso über jede 10 Cent freuen, die da reinkommen. Aber es ist bei mir kein Muss. Deswegen kann ich halt auch immer behaupten, mir geht es nicht ums Geld, sondern bei mir geht es einfach um den Spaß und der Freude. Fährt deine Frau gerne Oldschool-Muzzle-Cars zu Schrott? Das ist eine sehr gute Frage. Im Normalfall ist sie eine sehr, sehr gute Autofahrerin. Das muss man einfach sagen. Mit jeglichen Autos kann sie super umgehen. Allerdings hat sie irgendwie im LS doch irgendwie das für sich entdeckt, das Auto in doch unrealistischen Zügen übers Feld zu heizen. In Realität garantiert in jedem Schleudertrauma vorhanden gewesen und was weiß ich nicht. Aber ich glaube, das war auch einfach nur so eine Spaßaktion von ihr. Es war auch das erste Mal, dass sie überhaupt mit dem Lenkrad am Rechner saß und erste Mal LS. Das war schon sehr lustig mit anzusehen. Und die Leute haben es gefeiert. Also ich stand nur daneben und habe gedacht, oh Gott, was mögen die Leute jetzt von mir denken? Aber sie fand es gut also. Was machst du im LS19 am liebsten? Im LS19? Also es war eigentlich schon in allen LS-Teilen, die ich je gespielt habe, muss ich sagen, dass mir die Grünlandbearbeitung inklusive von Ballenpressen, Ballenladen und so weiter eigentlich am meisten Spaß macht. Also ich sag mal so, grubbern, sehen, dreschen, das ist nicht so meins, sondern so Ballenhandling oder Palettengabeln und so, das ist so eher mein Ding. In dem Zug schon mal daran gedacht, an der FSL teilzunehmen? Ja, drüber nachgedacht, ja. Ich war auch kurzzeitig in dem Team von Freezy. Da haben wir ja zusammen auch FSL gemacht und das war aber alles nur inoffiziell quasi Team McManus gegen Team Freezy. War eine coole Nummer, hat Spaß gemacht. Nur nachher ging mir dann leider die Zeit aus, da musste ich dann leider ersetzt werden. Also auch so richtig ein offizielles Team beitreten passt aus zeitlichen Gründen einfach nicht. Nee, das lässt sich leider mit meinem Job nicht veranschlagen. Wenn ich überlege, die Jungs waren, glaube ich, beim letzten Mal waren die in Paris. Ja, korrekt. Jetzt beim nächsten Mal sind sie auch in Hannover auf der Agritechnica. Das wird bei mir zeitlich einfach nicht passen. Mhm. Falco, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Dankeschön für deine sehr ehrlichen Antworten. Die letzten Worte gehören dir. Ja, ich danke natürlich recht herzlich für die Einladung und wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg weiterhin mit dem Kanal. Ich finde es ein super Format. Ich hoffe, es steigt stetig von den Zuschauern und von den Abonnenten her. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag und bis dahin.